Ja Rule, einer der größten Hip-Hop-Künstler der 2000er Jahre. Die Hits, die er kreiert hat, werden bis heute in den Clubs gespielt. Doch durch ein paar Fehlentscheidungen ist die Karriere von Ja Rule nach ein paar Jahren in die Brüche gegangen, bis er letztendlich wegen Steuerhinterziehung im Knast gelandet ist. Wie es so weit kommen konnte, schauen wir uns heute an. Denn das hier ist der Aufstieg und Fall von Ja Rule. Doch bevor wir loslegen, noch ein kleiner Tipp von mir. Damit ihr eure Finanzen fest im Griff habt und nicht so wie Ja Rule unnötig Geld verliert, habe ich was Kleines rausgesucht, das für den einen oder anderen sehr hilfreich sein könnte. Was sage ich könnte? Es wird definitiv hilfreich sein. Die Rede ist von Clark. Erde an Clark. Nein, 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 ich meine nicht Clark Kent. Ich rede von einer App namens Clark, von der ihr sicher schon mal irgendwo gehört habt. Clark ist sowas wie ein kostenloser Versicherungsmanager, den du ganz leicht von deinem Handy bedienen kannst. Mit der Clark-App kannst du kinderleicht alle deine Versicherungen verwalten und prüfen, ob du unter- oder überversichert bist. Nice. Durch den sogenannten Bedarfscheck findest du heraus, ob du vielleicht sogar die ganze Zeit für eine Versicherung zahlst, die du gar nicht brauchst, damit du sie dementsprechend kündigen kannst. Wow. Außerdem stehen dir ausgebildete Versicherungsexperten kostenlos und persönlich zur Verfügung. Ich kann euch nur empfehlen, die App einmal abzuchecken, sonst würde ich dafür ja keine Werbung machen. Neukunden erhalten sogar einen Best-Choice-Gutschein, mit dem man zum Beispiel bei Amazon shoppen kann, von bis zu 45 Euro, wenn man bestehende Versicherungen hochlädt. Und dafür muss man nicht mal eine Versicherung bei Clark abschließen oder sowas. Alles kostenlos. Und ich will gar nicht so tun. Mit dem Downloaden der App unterstützt ihr auch diesen Kanal, weil ich Clark selber nutze und auch in Zukunft mit dem Unternehmen zusammenarbeiten möchte. Jeffrey Bruce Atkins, aka Ja Rule, wird am 29. Februar 1976 in Queens, New York geboren. Sein Vater Will Atkins verlässt seine Mutter Deborah, sodass seine Mutter ihn allein großziehen muss. Als Ja Rule dann 4 Jahre alt ist, lernt seine Mutter einen neuen Mann kennen und wird schwanger. Doch leider verstirbt seine Schwester noch bevor sie geboren wird. Dieses Schicksal trifft die Mutter so doll, dass sie sich nur noch auf die Arbeit stürzt. Deswegen wächst Ja Rule auch größtenteils bei seinen Großeltern auf, die sehr streng religiös sind. Da seine Großeltern sehr strikte Regeln haben, ist Ja Rule am liebsten draußen unterwegs, wo er Freunde kennenlernt, die alle aus zerrüttelten Elternhäusern kommen. Sie machen viel Unsinn miteinander, bis der Erste in der Clique anfängt, Drogen zu verkaufen. Sein Kumpel macht so viel Geld, dass fast alle aus der Clique anfangen, Drogen zu verticken. Anfang der 90er Jahre fängt Ja Rule an zu rappen. Er gründet mit 2 Freunden eine Clique namens Cash Money Clique. Und sie sind so talentiert, dass sie einen Deal von einem Label namens TVT Records angeboten bekommen. TVT gibt den Jungs ca. $15.000 Vorschuss, damit sie ein Album produzieren. So haben Ja Rule und seine Jungs das allererste Mal eine 5-stellige Summe in ihrer Tasche. Doch sie wissen, dass sie eigentlich noch mehr Geld machen könnten, wenn sie das Geld in Drogen investieren. Also kaufen sie Dope von dem Vorschuss und nutzen den ersten Gewinn, um die Studioaufnahmen zu finanzieren. Sie releasen ein paar Singles, doch bevor das Album überhaupt released werden konnte, wird einer aus der Gruppe namens Chris Black beim Dealen erwischt und muss 5 Jahre in Haft. Deswegen wird die Cash Money Click vom Label auf Eis gesetzt und die Crew löst sich im Jahre 1996 auf. Da Ja Rule nicht wieder auf die Straße rutschen möchte, konzentriert er sich auf seine Solo-Karriere. Durch die paar Singles, die schon veröffentlicht wurden, kennt man Ja Rule schon szeneintern. Und der Produzent der Cash Money Click namens Irv Gotti glaubt fest an Ja Rules Talent. Mitte der 90er Jahre konnte man sich per Anruf bei MTV Lieder wünschen. Also haben Irv Gotti und Ja Rule hunderte Male angerufen, damit immer wieder das Musikvideo von Cash Money Click gespielt wird, in dem Ja Rule den ersten Vers hatte. Und die Taktik geht auf. Denn nur wenig später sieht Jam Master Jay bei einem Meeting bei Def Jam Ja Rule bei MTV und ist sofort überzeugt von ihm. Deswegen trifft sich Leo Cohen mit Ja Rule und bietet Ja Rule an, bei Def Jam zu sein. Def Jam ist zu diesem Zeitpunkt das größte in Hip-Hop. Und natürlich unterschreibt Ja Rule den Vertrag. Zunächst will TVT Records Ja Rule nicht gehen lassen, sodass sie monatelang keine Musik releasen können. Doch nach jahrelangen Verhandlungen kann Ja Rule dann endlich wieder Musik veröffentlichen. Im Jahre 1998 gründet Irv Gotti ein Unterlabel bei Def Jam namens Murder Inc. Records. Im Sommer 1999 wird dann das Debütalbum Vidi Vidi Vici released, das auf Platz Nummer 3 der Billboard Charts einsteigen kann. Auf dem besagten Album sind Rapgrößen wie zum Beispiel DMX und Jay-Z vertreten. Und durch diesen Erfolg kann Ja Rule dann das erste Mal mit Popkünstlern zusammenarbeiten. Im Juni 2000 erscheint dann die Single zu seinem 2. Album namens Between Me and You featuring Christina Milian.
und der Song wird ein Riesenhit. Die Single steigt auf Platz Nummer 11 der Billboard-Charts ein und sorgt dafür, dass Ja Rule überall im Radio gespielt wird. Sein erstes Album war sehr hart und straßenlastig, doch mit dem kommerziellen Erfolg verändert sich dann auch die Musik von Ja Rule. Im selben Jahr hat er sein Schauspieldebüt im Film Ghetto Superstar und im Oktober 2000 erscheint dann sein zweites Album, das auf Platz Nummer 1 der Charts einsteigen kann. Das Album wird über eine Viertelmillion Mal in der ersten Woche verkauft. Ab da an wird alles Gold, was er anfasst. Das Jahr 2001 gehört definitiv Ja Rule. Er spielt unter anderem eine Rolle im Kinohit The Fast and the Furious und wird dadurch ein Teil von Hollywood. Über die Jahre hat er in über 10 Filmen mitgespielt. Und auch musikalisch wird er immer erfolgreicher. Erste Single des Albums, Platz Nummer 6. Zweite Single, Platz Nummer 1. Und der Song I'm Real mit Jennifer Lopez kann sogar 5 Wochen an der Spitze der Charts bleiben. Ach ja, natürlich ist auch das dritte Album auf Platz Nummer 1 gelandet. Für das Album hat er eine Grammy-Nominierung bekommen und sein viertes Album verkauft sich wieder eine Viertelmillion Mal in der ersten Woche und kann auf Platz Nummer 2 der Charts landen. Doch für seinen poppigen Sound wird er von vielen aus der Szene ausgelacht. Vor allem ein junger Mann aus dem Untergrund von Queens hat es auf Ja Rule abgesehen. Und zwar 50 Cent. Wieso die beiden Beef haben, habe ich ja schon mal detailliert in einem Video erzählt, das ich euch wie immer am Ende verlinke. Zunächst ignoriert Ja Rule die ganzen Sticheleien von 50 Cent, da 50 noch ein Niemand ist. Doch die ganze Lage ändert sich im Jahre 2003. Denn am 3. Januar werden alle Büros von Murder Inc. vom FBI durchsucht. Sie werfen dem Label unter anderem Geldwäsche vor, weil sie mit einem Gangster namens Kenneth McGriffin Kontakt hatten. Dadurch konnte das Label nicht mehr richtig arbeiten. Und als könnte es nicht schlimmer kommen. Nur 4 Tage später wird 50 Cent's erste Single über Aftermath released. Und zwar In The Club. Ein Monat später wird dann das Album Get Rich Or Die Tryin' released, auf dem sehr viele Disses gegen Ja Rule sind. Im April 2003 antwortet Ja Rule dann das erste Mal mit einem Song namens Loose Change und zieht bei dem Song sogar Eminem und jeden in 50s Umfeld mit rein. Während dem Beef released Ja Rule im November sein 5. Album, das erneut auf Platz Nummer 1 der Charts einsteigen kann. Auf diesem Album versucht er wieder ein bisschen härter zu klingen. Doch durch die Probleme des Labels und den Streit mit Aftermath verkauft sich das Album diesmal nicht mal ansatzweise wie seine anderen Alben. Im darauffolgenden Jahr erscheint dann auch sein Album Rule, worauf Hitsingles wie zum Beispiel New York oder Wonderful vertreten sind. Und im Jahre 2005 released er dann noch ein Greatest Hits Album, um seinen Vertrag bei Murder Inc. zu erfüllen. Dann wird es langsam ruhiger um Ja Rule. Durch den Beef mit 50 und Aftermath will fast niemand mehr aus der Szene mit Ja Rule zusammenarbeiten, egal ob Künstler oder Labels. So vergehen ein paar Jahre und er konzentriert sich auf die Schauspielkarriere. Doch leider hat Ja Rule eine riesen Chance verpasst, weswegen er nie ein erfolgreicher Schauspieler wurde. Die Macher von Fast and the Furious haben Ja eine halbe Million Dollar angeboten, damit er im zweiten Teil mitspielt. Zu diesem Zeitpunkt hat noch keiner gewusst, wie erfolgreich die Filmreihe sein wird. Also hat Ja Rule eiskalt abgelehnt. Deswegen sieht man auch Ludacris und nicht Ja Rule ab dem zweiten Teil. Im Jahre 2011 arbeitet Ja Rule dann wieder an neuer Musik. Doch da ist es schon lange zu spät. Das Album kann auf Platz Nummer 34 der Charts einsteigen und sich nur 3 Wochen in den Charts halten. Als Vergleich, seine beiden ersten Alben waren circa ein Jahr in den Charts. Doch bevor er sein Album releasen kann, wird Ja Rule wegen Steuerhinterziehung verhaftet. Er soll vom Jahre 2003 bis zum Jahre 2006 Steuern im Wert von 3 Millionen Dollar hinterzogen haben und muss aufgrund dessen 2 Jahre hinter Gitter. Im Mai 2013 wird Ja dann wieder aus der Haft entlassen und versucht seitdem irgendwie musikalisch Fuß zu fassen. Doch leider floppt jedes Release, ganz egal wie gut die Musik ist. Also versucht er auf anderen Wege Geld in der Musikbranche zu machen. Er gründet im Jahre 2016 mit einem Partner eine Booking-Agentur namens Fire Media Inc. Mit seinem Partner kündigt Ja Rule dann ein luxuriöses Festival an, das im April 2017 stattfinden soll. Doch der Partner von Ja Rule hat sich so krass verkalkuliert, dass das Festival vorzeitig abgebrochen wurde. In der Folge kam es zu mehreren Prozessen, bei denen sich Ja Rules Partner des Betruges schuldig bekannte. Ja Rule wurde dagegen freigesprochen, während sein Partner 6 Jahre in Haft und 26 Millionen Schadensersatz zahlen muss. Damit war der Name Ja Rule leider komplett beschmutzt. Seitdem hört man so gut wie gar nichts mehr von ihm. Doch derzeit arbeiten Ja Rule und Murder Inc. an einer Murder Inc. Dokumentation, die demnächst erscheinen wird. Ich freue mich jetzt schon über die Dokumentation, weil ich Ja Rule als Kind ehrlich gefeiert habe. Doch leider haben ein paar Entscheidungen seine ganze Karriere kaputt gemacht. Hätte er einfach weiter Popsongs gemacht und 50 Cent ignoriert? Oder hätte er den zweiten Teil von Fast and the Furious einfach mitgedreht? Naja, hätte Königskette.
Ich denke, solange er mit seinen Hit-Singles auf Tour gehen kann, so lange wird er auch niemals arm sein. Checkt auch gerne meine anderen Videos ab. Und wir hören uns beim nächsten Video. Got it.